Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir einmal meine Aussortiertkiste zeigen. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß nicht, wenn ihr Bock drauf habt, dass ich das vielleicht mal ein paar Mal öfter mache, dann gebt dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Dann sehe ich nämlich, dass dir das gefällt und dass ich dieses Format vielleicht einfach mal, keine Ahnung, monatlich oder so drehen soll. Das kannst du mir auch gerne mal unten in die Kommentare reinschrauben vor allem, ne? Dann kann ich nämlich entsprechend reagieren. Diese Kiste ändert sich nämlich wirklich sehr, sehr häufig und weil ständig auch Leute da Sachen rausnehmen können und ich immer wieder Sachen teste, Sachen reinpacke und habe aber irgendwie als Vorgabe diesen Karton oder diese Box von der Größe her. Ich sage es ja in meinen Aufgebraucht-Videos immer wieder, dass ich das ein oder andere Produkt dann benutzt habe und aussortiert habe, weil mir das dann doch nicht so gefallen hat. Und diese Kiste steht immer bereit für Familie und Freunde. Die können sich daran immer bedienen und sich dann das rausnehmen, worauf sie so Bock haben. In der Kiste sind dann Sachen, die entweder halt nicht wirklich zu mir gepasst haben, weil sie von der Farbe nicht gepasst haben oder weil ich die in der Anwendung nicht so mochte. Aber all das werde ich dir auch dann zu den Produkten entsprechend auch sagen. Es wird bunt gemischt sein, denn ich habe es nicht sortiert und fange jetzt einfach mal an mit der Essence Highlighter Palette oder auch Eye and Face Palette Be Kissed by the Moon. Die habe ich aussortiert, weil mir einfach diese Farben als Highlighter zu bunt waren und als Lidschatten, da habe ich andere, die einfach schöner sind. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, da machst du garantiert irgendwie mit deiner Familie oder in dem Freundeskreis eine Freude mit. Für mich ist es leider nichts. Auch aussortiert habe ich von Catrice Hashtag Insta2Go. Das ist dieser Blur Stick. Das ist im Prinzip ein Primer. Den habe ich als Primer auch versucht zu verwenden. Das Problem bei dem Produkt ist, ja, man sieht, der ist auch verwendet, ne? Alles, was ich da drauf gebe, also sämtliche Foundation, die ich da drauf versuche zu verteilen, krümmelt. Und krümmeln ist bei mir immer so ein ganz großes Thema. Sobald irgendwas krümmelt, geht's weg. Also ich versuche das noch mit der einen oder anderen Kombination, ne? Also hier mit einer anderen Foundation, bei Cremes mit anderen Seren oder so, da werde ich auch gleich zu kommen. Zum Beispiel hatte ich hier von Balea Hautrein die Anti-Pickel 24-Stunden-Pflege. Die habe ich mir quasi nach meiner Reinigung, wie es halt draufsteht, aufs Gesicht gegeben und darüber eine Feuchtigkeitscreme gegeben. Auch das hat gekrümmelt bzw. halt so eine Würstchenbildung gehabt und das hasse ich wie die Pest. Beides habe ich dann auch mit anderen Produkten in Kombination probiert und immer hat es gekrümmelt und Würstchen gebildet. Deswegen, das kann ich nicht haben, das mag ich nicht und dann passt es halt nicht zu mir. Dann habe ich auch aussortiert von Love das Perfectitude Under Eye Treatment. Also ich dachte, ich könnte das vielleicht als Augencreme verwenden oder so. Irgendwas hat gepiept. Ich muss mal eben kurz gucken, ob ich den Kühlschrank offen stehen lassen habe. Ne, war nicht der Kühlschrank, das war der Ofen, der gepiept hat, weil da ist meine Pizza drin. Genau, und das Produkt glitzert einfach. Ist für mich einfach nicht so in der Anwendung, wie ich es brauche, wie ich es haben möchte. Sammy ist auch mit dabei. Und deswegen kommt es weg, weil es einfach, es ist für mich keine Augencreme und es ist halt auch irgendwie kein Under-Eye-Highlighter. Also irgendwie macht er nicht das, was er soll und dann kommt es halt einfach weg. Auch ein Unteraugenprodukt ist einfach hier von Revolution, der Concealer Define Concealer. Ich habe ihn damals geliebt. Ich habe ihn wirklich geliebt. Ich habe ihn unheimlich gerne verwendet in der Farbe C2. Das Problem, was ich mit dem Produkt halt irgendwann hatte, ist, dass ich andere Produkte gefunden habe, die besser waren. Also der ist mir einfach jedes Mal so dermaßen in die Fältchen gerutscht, dass ich mich einfach nur noch darüber aufgeregt habe. Am Anfang ging das. Jemand möchte Liebe. Und aber später mit der Zeit, es hat einfach nicht mehr mit uns beiden gepasst. Deswegen müssen wir uns jetzt nun trennen. Dann habe ich hier von Rival de Lubiang den Sweatproof Eyeliner ausprobiert. Den habe ich tatsächlich auch ein paar Mal öfter verwendet. Das Ding ist, das hatte ich auch in dem Video, als ich das getestet habe, schon direkt gesagt, dass der halt sehr schwer rauszukriegen ist. Ne? Also es ist wirklich ein Widerstand. Und dann ist mir das Bürstchen einfach auch zu, beziehungsweise, nicht, das ist ja so ein Applikator vorne dran, ne?
der ist mir zu flexibel und das Produkt ist mir zu flüssig, sodass ich das einfach, ich kriege damit einfach keinen Wing gezogen. Ich kriege es einfach nicht hin. Und wenn ich so ein Produkt habe, dann möchte ich, dass es funktioniert. Und als ich den auch mit euch zusammen aufgetragen habe, das erste Mal, also in der First Impression, habe ich auch schon gesagt, oh, irgendwie wirkt der auch sehr schwer auf dem Auge. Und das stimmt. Also überhaupt kein schönes Produkt, deswegen kommt er weg. Und manchmal muss man sich von Dingen einfach trennen. Genauso wie von dieser Luvia Color Glam Eyeshadow Palette. Criminal Shades Volume 1. Die habe ich auch mit dir zusammen getestet und euch damit auch einen kunterbunten Look geschminkt. Das ist nämlich eine sehr, sehr bunte Lidschattenpalette. So sieht die Palette dann von innen aus. Also die Farben an sich sind schön, aber ich weiß einfach, dass ich zum einen diese Fännchenform hasse. Also ich mag einfach keine länglichen Fännchen. Und zum anderen diese Farben in einer anderen Kombination in so vielen anderen Lidschattenpaletten habe. Und da weiß ich, dass ich sie auch einfach verwenden werde. Und bei der ist es einfach so, dass ich sie nicht weiter verwenden möchte. Und bevor ich sie jetzt einfach Monate, Jahre lang hier bei mir stehen habe und sie kein schönes Zuhause hat, weil sie nicht benutzt wird, sortiere ich sie jetzt einfach mal aus und gebe sie an jemanden weiter, der sie mag. Ja, Treacle Moon. Ich hatte mich in dieses White Chocolate Fantasy eigentlich total verliebt, aber irgendwann ist mir dieser Geruch so negativ aufgeschlagen. Also irgendwann mochte ich es einfach nicht mehr. Es ist irgendwie vom Unterton her auch echt nicht schön, ne? Und ich habe das Produkt auch schon etwas länger bei mir in der Aussortiertkiste und bislang jeder, der dran gerochen hat, sagt, boah, das riecht aber muffig. Keiner mag's, keiner will's haben. Es ist der Wahnsinn, wirklich. Aber naja, wir gucken mal. Vielleicht hat irgendwer mal irgendwann Bock drauf. Ich nimm's notfalls irgendwie zum Waschen von Handwäsche oder von meinen Pinseln, ich weiß es nicht. Ja, dann habe ich hier von Max & More, das ist von Action, der Eyeshadow Primer, Hydrating Prime & Boost, den habe ich aussortiert. Das liegt ganz einfach daran, dass ich mittlerweile so viele Eyeshadow Primer habe, dass ich die gar nicht aufbrauchen kann. Und dann nehme ich halt das Produkt, was mir am wenigsten gut gefällt, sortiere es aus, gebe es weiter und ja, ne, manchmal muss man das nun mal machen. Genau, auch in dem Action-Video gezeigt, die Concealer- und Bronzer-Palette. Die fand ich auch in dem Video schon nicht so gut, weil mir die Concealer auch einfach viel zu dickflüssig waren, viel zu cremig. Es war einfach zu schwer für mich, ne? Also die kannst du besser zum Color Correcting nehmen, beziehungsweise wenn du wirklich was richtig intensiv abdecken willst, aber dafür habe ich andere Produkte, die mir einfach viel besser gefallen und da gebe ich die doch einfach lieber weiter zu meiner Familie oder zu meinen Freunden. Dann habe ich auch mit euch geschminkt einen Look zu der Catrice The Glitterizer Mix & Match Eyeshadow Palette. Und auch hierzu muss ich sagen, dass ich mittlerweile definitiv bessere Produkte, bessere Paletten in meinem Sortiment habe, die ich auch viel, viel lieber benutzen möchte. Und genau, da hatte ich auch, glaube ich, im Video schon gesagt, dass das eher eine Palette für Karneval ist oder so. Und ich möchte nicht nur für Karneval, für einmal im Jahr eine Palette da haben. Da habe ich andere Paletten da, die ich auch ganzjährig benutzen kann und wo ich dann aber auch einen extravaganten Look mit zaubern kann. Deswegen kommen die weg. Auch aussortiert habe ich hier von Seraphine Botanicals Guava Butter. Das ist ein Rouge. Achso, das kann ich auch so zeigen. Ne? Das ist ein Blush, ein Creme Blush und der riecht super. Den kannst du auch auf den Lippen verwenden oder so. Also das ist ein Geruch, der erinnert mich wirklich an irgendetwas, was ich irgendwann mal auch hatte und gerochen und geliebt habe. Aber ich mag einfach diese Textur nicht. Ich mag ihn als Blush einfach nicht. Und dann gebe ich ihn lieber weiter zu jemandem, der sowas mag. Dann habe ich auch von Balea das Micellenreinigungswasser aussortiert. Beziehungsweise das habe ich auch, glaube ich, nur ein, zwei Mal benutzt. Und bin dann jetzt zu dem Rosens übergegangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mir die Micellenreinigungswasser einfach nicht gut tun. Und ich dementsprechend meine Haut lieber mit milden Reinigungsprodukten reinigen möchte. Jetzt auch dadurch, dass meine Haut sich halt verändert, ich Unreinheiten bekomme und sensiblere Hautpartien habe, brennt mir das auch einfach zu sehr. Und deswegen wird es weitergegeben an jemanden, der nicht so sensible Haut aktuell hat. Und sowas hat ja auch immer ein Verfallsdatum und dann brauche ich das jetzt nicht Ewigkeiten bei mir rumstehen haben, in der Hoffnung, dass ich irgendwann mal bessere Haut habe, dann gebe ich es lieber weiter. Genau. Auch aussortiert habe ich von Essence den Eyebrow Designer, das ist halt dieser extrem rote. Der war auch in dieser Surprise Box mit drin von Essence, die ich mir bei Rossmann gekauft habe. Und das ist einfach von der Farbe her rot. Den hatte ich auch in dem Testvideo getragen und irgendwie will der auch gerade keine Farbe abgeben, doch jetzt schon. Der ist hart, der ist rot, der passt nicht und ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Ich kenne auch niemanden, der rote Haare hat oder
ansatzweise diese Haarfarbe besitzt. Bislang wollten nicht mehr meine Ladies das haben, die extrem karnevalistisch unterwegs sind. Ne? Ja. Und dann habe ich auch diese Foundation von MAC aussortiert. Das ist das Studio Fix Fluid in der Farbe NW13. Die hatte ich selber in einem Trash-Paket mal drin gehabt und gebe sie jetzt selber weiter. Was soll ich sagen? Also das Produkt an sich ist okay. Die Farbe ist ein bisschen zu dunkel. Sie dunkelt auch ein bisschen nach, deswegen ist sie dann eher was für den Sommer. Aber was mich am meisten gestört hat, ist, dass du da einfach so einen Verschluss oben hast. Ja, also diese Foundation kauft man auch so. Man kann sich so einen Pumper noch dazu kaufen, das weiß ich. Aber ich sehe es einfach nicht ein, mir einen Pumper dafür zu kaufen, wenn ich doch hier so viele Foundations habe, die mir vom Farbton passen, die mir von der Anwendung her besser gefallen. Deswegen wird die auf jeden Fall weiter wandern und irgendwen glücklich machen, der glücklich damit sein will. Auch aussortiert habe ich hier das Mineral Powder von Action. Das habe ich auch mit euch zusammen getestet. Mir wurde nachher von vielen geschrieben, benutze es doch als Blush. Ich habe es versucht, als Blush zu verwenden. Ich fand es furchtbar von der Anwendung her, weil ich mag einfach nicht loses Blush. Das mag ich nicht. Also so Blush-Perlen mag ich gerade noch, aber Blush-Puder ist nicht meine Welt, also dieses lose Puder. Und ich habe so viele, so schöne Blushes, da brauche ich das nicht. Deswegen wird es weiter wandern. Ich habe sogar schon den Tipp bekommen, einfach das Produkt wegzuschmeißen und nur den Pinsel oben zu verwenden, um damit im Auto so ein bisschen das Armaturenbrett sauber zu machen. Ne? Aber vielleicht finde ich ja auch irgendwen, dem das Produkt an sich gefällt, damit es auch ein schönes Zuhause bekommt. So, dann habe ich auch aussortiert von Sephora Brilliant à Lèvres den Lipgloss. Den hatte ich selber auch in einem Tauschpaket drin, in einem Tauschpaket in dem Adventskalender, genau. Hier gefällt mir einfach nicht, wie er vorne oben rauskommt. Ne? Also es ist einfach so eine Öffnung und nee. Der riecht gut, der ist, ne, riecht lecker nach Süßigkeiten und so, aber ich habe so viele Lipglosse, dass ich den dann auch einfach mal weitergeben kann und damit jemand anders in meiner Familie oder meinem Freundeskreis glücklich machen kann. Das ist übrigens die Farbe 03 Shimmering Coral. Dann wird auch weiter wandern von Essence die Into the Snow Glow. Das ist eine Peel-Off-Maske. Die hat mir einfach nicht gefallen. Und da ist noch was hier drin und ja, ich weiß nicht, also... Falls jemand das haben möchte bei mir in der Familie, viel Spaß damit. Meins war es halt einfach im Großen und Ganzen nicht. Und deswegen darf sie weitergehen. Auch weiter wandern wird dieser Pinsel Wake Up von Essence. Ich habe einfach dafür keine Verwendung, außer zum Putzen, sage ich mal. Ne? Und ja, wenn den keiner haben will, dann werde ich ihn auch zum Putzen nehmen. Dann habe ich hier auch einen Duft von Uniqlo drin. Das ist Histoire de Parfum. This is not a blue bottle 1.3. Dieser Duft und... er hat weder mir noch meinem Freund gefallen, der ist einfach zu herb, zu männlich. Deswegen wird er weiter wandern, der ist einfach nicht unsere Welt und deswegen, ja, kann sich jemand anderes darüber freuen. Hier habe ich noch allerhand Pinsel drin, das ist in so einem Luvia Etui, genau, die ich einfach aussortiert habe. Entweder, weil es halt einfach solche Foundation-Pinsel sind oder ne, so ganz festgebundene. Da habe ich jetzt 1, 2 von behalten, aber die restlichen aussortiert, weil ich einfach meine Foundation hauptsächlich mit meinem Schwamm auftrage. Ja, also ich zeige es mal von oben, ne? Also das sind jetzt viele verschiedene Pinsel und meine Freundinnen und meine Familie, die sagen alle, wir haben keine Pinsel, sage ich hier, gönnt euch. Auch die beiden Pinsel habe ich aussortiert. Das war in meiner allerersten Glossy Box von Inuvit ein Pinsel. Und ich, ne, damit kannst du eine Kontur auftragen. Ja, aber ich habe einen anderen Konturpinsel, den ich besser halten kann. Und den hier hatte ich mal in so einem Amazon-Pinselset oder so mit dabei gratis. Und ja, ne, ich benutze die einfach nicht. Die sind einfach hübsch, die sind dekorativ, aber ich verwende sie nicht. Deswegen können sie weiter wandern. Bei mir rumliegen müssen sie ja nicht. Dann habe ich auch die Make-up-Palette Fascination von Action aussortiert. Die hatte ich, glaube ich, in dem Tauschpaket von der lieben Cindy mit drin. Ja, aber ich verwende sie einfach nicht. Ich habe dafür keine Verwendung. Ich benutze sie nicht. Ich weiß, dass man damit schöne Looks schminken kann, aber ich habe deutlich schönere Paletten, die auch von den Nude-Farben her mehr meins sind. Und ja, irgendwie hat die mich nicht so geflasht. Und man muss sich halt auch mal trennen von Dingen. Und meine Freunde freuen sich drüber. Dann habe ich auch ein Shampoo aussortiert. Und zwar von Schauma Honigcreme Aufbaushampoo. Das hat einfach furchtbar, furchtbar gerochen. Ich mag diesen Geruch nicht. Vielleicht mag irgendwer anders diesen Geruch, aber ich mag es überhaupt nicht. Das war mir einfach zu chemisch. Das war nicht meins. Nee. Dann habe ich auch aussortiert, beziehungsweise jetzt hier in meine Aussortiertkiste gelegt. Das ist so eine Bernsteinkette.
Die habe ich mir bei Amazon bestellt, aber viel zu klein. Das wollte ich einer Freundin geben, die hat Katzen. Und ich denke, dass diese Größe Katzen besser passen wird als einem Hund. Jedenfalls den Hunden bei uns aus der Clique. Die sind nämlich alle etwas größer. Und Sammy passt die nicht. So überhaupt nicht. So, dann habe ich hier drei Mascaras, die ich aussortiert habe. Ja, man muss sich auch mal von Dingen trennen. Zum einen habe ich hier die Volume Obsession Mascara von Douglas aussortiert. Das ist ganz einfach deswegen, weil ich bessere habe und da einfach nicht mehr zu greife. Und dann, ich weiß einfach, dass meine Freundinnen immer wieder fragen, ey, hast du vielleicht eine Mascara? Ja. Dann habe ich auch von Peony die Cold Lashes Mascara aussortiert. Die hatte ich mal in einer Pinkbox mit drin. Auch da, ich habe einfach bessere da. Genauso auch von Yves Rocher die Sexy Pulp Mascara, die hatte ich in einem Tauschpaket mal mit drin. Ich habe einfach bessere da. Also die drei machen einfach nicht so viel auf meinen Wimpern, wie das die machen, die ich aktuell in Verwendung habe. Und dann finde ich es einfach schade, wenn sie bei mir rumstehen und dann gegebenenfalls eintrocknen. Dann gebe ich die lieber weiter und mache damit meiner Freundin oder irgendwem aus der Familie eine Freude. Und da ich bald Geburtstag habe, werde ich auch genau diese Kiste bei uns ins Badezimmer stellen mit einem Zettel dran. Greift zu oder keine Ahnung. Und ja, dann können sich alle da dran ergötzen. Jeder, der will. Dann habe ich hier von Miss Lynn Glow For It das Strobing Powder. Das ist mir einfach von der Pigmentierung viel, viel zu wenig. Das ist ein Highlighter. Und ich habe mir den drauf gemacht und ich habe ungefähr nichts gesehen. Und da habe ich einfach Highlighter, die mehr Bums haben. Und deswegen muss der leider weg. Ja. Den hatte ich auch in einem Tauschpaket. Das tut mir dann immer so leid, ne? Wenn es halt auch dann Produkte sind, die ich in einem Tauschpaket drin hatte. Aber naja, man kann ja nicht immer meinen Geschmack treffen. Und ich habe ja auch wirklich einiges da und dann wandert einfach mal was weiter. Aber es wird jemand anders damit glücklich. Auch diese Lidschattenpalette wird weiter wandern von IQ Cosmetics Velvet Glow Shadow Quartet. Ja, das habe ich einmal verwendet und ich fand das einfach auch von den... Ich fand es zu schwach. Zum einen von der Pigmentierung her und zum anderen fand ich das von der Anwendung her auch irgendwie sehr, sehr unpraktisch, weil ich mag das nicht, wie die Fännchen so angeordnet sind. Ich mag das einfach, wenn ich runde Fännchen habe, wo ich reingehen kann mit meinem Pinsel, wie in eine ganz normale Farbpalette und dann damit arbeiten kann. Das ist dann leider nicht meins. Dann darf auch noch gehen dieser Augenbrauenschneider, weil ich, ja... Ich habe so wenig Augenbrauen, da brauche ich die nicht auch noch kürzen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß auch gar nicht, warum ich mir das gekauft habe. Dann hatte ich euch ja auch schon mal gezeigt, dass ich dieses Produkt hier aussortieren werde. Das hatte ich in meinem Schminkschrank-Video gezeigt. Genau, das ist von Benefit der Bravo Conditioning Primer. Den habe ich jetzt hier in die Kiste gelegt, ein bisschen sauber gemacht. Und wer möchte... kann das gerne mitnehmen, kann das testen und schauen, ob es bei ihm irgendwie was Schönes macht. Bei mir hat es nichts gemacht, deswegen kommt es halt weg. Dann habe ich hier noch einen Nagellack drin von Essie. Das ist die Farbe Venice Salto, glaube ich. Da war ich sehr enttäuscht von. Normalerweise sind Essie und ich sehr große Freunde. Das Problem bei dieser Farbe war, dass sie sich nach 2 Tagen schon abgelöst hat. Ich benutze ihn hier auf meinen Füßen, weil auf meinen Händen habe ich Gelnägel, heute auch neue gekriegt. Und ja, also das war einfach nicht haltbar genug. Ich habe den 2 Mal hintereinander benutzt und verwendet und versucht. Und ich möchte einfach, dass ein Nagellack bei mir auch ohne Topcoat hält, weil ich einfach zu faul bin, um da noch viel Zeit zu investieren. Und das hat er nicht gebracht, deswegen kommt er weg. Ja, dann habe ich hier noch einen zweiten Eyeliner, den ich aussortiere oder einen weiteren. Das ist von Essence der Liquid Eyeliner. Auch der aus einem Tauschpaket, das tut mir wirklich leid. Aber auch der hat mir nicht gefallen. Der war von dem Bürstchen her einfach zu dick. Also das ist halt so ein richtiges Schwämmchen hier vorne und damit kriegst du nichts präzise gemacht. Und vor allem, weil der vorne dann auch noch irgendwie so gefühlt so eine Verdickung hat und so. Deswegen, der kommt weg. Dann habe ich hier noch ein Augenbrauenprodukt von MAC, was ich aussortiert habe. Das ist in der Farbe Light Brown. Auch das hatte ich in einem Zuschauerpaket mit drin. Der ist mir einfach zu rotstichig, beziehungsweise von Avon, nicht von MAC, genau. Und da habe ich mittlerweile einfach viel, viel bessere für mich gefunden, die einfach besser passen. Ja, und jetzt habe ich nur noch Lippenprodukte drin. Das ist einmal dieser hier von Oriflame. Der ist wunderschön. Der riecht fantastisch. Und der sieht auch echt stylisch aus. Aber die Farbe ist so nicht meins. Die macht meine Zähne einfach nur gelb. Und der ist einfach orange. Und nee, das ist nicht meins. Also deswegen wird er auch weiter wandern.
Ein Lippenprodukt von Colortrend bzw. Avon ist dieses hier. Da habe ich in der Farbe einen, der einfach viel besser ist, der viel länger hält und einfach mehr zu mir passt als diese Farbe. Der ist nämlich auch wieder ins Pinkstichige und deswegen wird der auch weiter wandern. Aber ja, er wird ein schönes Zuhause finden. Von Kiss New York Professional habe ich diesen hier aussortiert. Der war mir einfach zu hell irgendwie, als ich den aufgetragen habe. Der ist zwar new, das ist ein schöner New-Ton. Die Tropfenform ist auch ganz interessant, aber auch nicht jetzt unbedingt mega praktisch. Er ist mir aber einfach zu hell, um als Nude-Lippenstift bei mir sinnvoll zu sein. Genau, das ist die Farbe Kill 09. Oh, ein Augenprodukt habe ich hier noch von Iconic London. Ja, das ist so ein Pöttchen und das ist das eskalativste Augenprodukt, was ich je hatte. Du hast hier nämlich drin so ein Gel oder so eine Creme und das ist einfach so ultra. Ich muss eben meine Pizza rausholen. Der ist einfach so intensiv, dass ich ihn auf dem Auge einfach nicht vernünftig aufgebracht bekomme. Es sieht einfach nur schrecklich aus und es ist eigentlich ein Produkt, was man sehr gut nehmen kann für Karneval, für Halloween, um irgendwelche Ganzkörperlooks, sage ich mal, zu schminken. Aber dafür möchte ich nicht einfach nur ein Produkt haben. Dieses Produkt wird ebenfalls weiterwandern von I Heart Makeup. Das hatte ich in so einer Surprise Box oder in so einer, keine Ahnung, ne? So diese Goodie Bag hatte ich das auch mal mit drin. Molten Chocolate, das ist so ein Lippenprodukt. Ja, das ist für mich einfach zu fleckig. Also der Auftrag ist mit so einem Applikator, das finde ich ziemlich unhygienisch. Mag ich auch nicht leiden, das sieht auch echt schnell unschön aus. Und dann ist es halt auch einfach nicht deckend. Das ist alles irgendwie nicht so meins. Also das ist mir zu fleckig. Dann habe ich hier von Trend It Up Secret Desire Glitter Lipstick. Und wie der Name schon sagt, es ist ein Glitzer-Lippenstift. Ja, ne? Also er ist sehr, 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 sehr glitzerig und einfach nicht meine Farbe. Also der hat richtig krasse, keine Schimmerpartikel, sondern Glitzerpartikel drin. Und das Problem ist, dass ich den richtig auf den Lippen spüre, vor allem die Glitzerpartikel. Und wenn ich dann so meine Lippen aufeinander presse, dann merke ich sie und das finde ich furchtbar. Deswegen wandert der weiter. Ja, dann habe ich hier noch einen Lippenstift von Clinique mit drin. Ich hatte einen in meiner Glossybox Clinique Edition und den hatte ich zum Anfang des Videos drauf. Und als ich das Video geschnitten habe und mich mit diesem Lippenstift gesehen habe, habe ich mir gedacht, Claudi, du hast ganz schön gelbe Zähne mit diesem Lippenstift. Also das ist der, den ich halt vorher schon hatte. Und der, den ich jetzt neu habe, ist aus der gleichen Reihe, aber halt ein bisschen ja, dunkler, ne? Und das ist jetzt der obere Swatch, so sieht der aus. Sieht jetzt als Swatch auch sehr cool aus, aber auf den Lippen macht er irgendwie nicht das, was er soll. Also das gefällt mir nicht so gut. Da gefällt mir der andere, den ich habe, deutlich besser. Deswegen wurde der aussortiert. Manchmal muss man halt auch schauen, wenn man sehr ähnliche Nuancen, sehr ähnliche Texturen hat, dass man auch einfach mal sagt, so, jetzt muss ich mich aber endlich mal entscheiden und nehme einen von den beiden und habe jetzt nicht 20 Mal die gleiche Farbe da stehen. Auch das, es wird demnächst einen riesen Deklatter von mir geben, denke ich mal, weil ich möchte wirklich zusehen, dass ich mal ein bisschen aussortiere. So, dann habe ich hier noch einen von Yves Saint Laurent. Leute, den hatte ich mal in der Flaconi Schlag mich tot Box drin. Das war, glaube ich, die Christmas Box oder sowas. Oder die Nikolaus Box. Das weiß ich gar nicht mehr. Den habe ich auch tatsächlich Weihnachten getragen. Und Weihnachten habe ich mir gedacht, ei, ei, ei. Also das ist ein Vinyl-Lippenstift. Das hat so eine Herzchenform und oder so geht vorne halt spitz zusammen. Der ist super, ne? Wenn man den so sieht. Der riecht ein bisschen chemisch und nicht so schön. Vom Auftrag her wirkt er, wenn man den so in ein, zwei Schichten macht, relativ fleckig auch. Deswegen baut man den automatisch auf, damit er deckender wird. Und dann hast du eine Vinylschicht auf den Lippen. Du spürst es, es ist schwer, es ist unangenehm, es gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen gebe ich den auch gerne weiter, weil er einfach bei mir durchgefallen ist. So, und als letztes habe ich hier einen Lippenstift drin von der Firma BCI Bio Cosmetics International in der Farbe 03 Merlot. Ich habe keine Ahnung, wo ich den her habe.
Keine Ahnung, wirklich nicht. Der war vielleicht mal irgendwo in der Box drin oder so. Und das ist so ein dunkelrot, würde ich so sagen. Ein ganz, ganz dunkles Rot. Und wenn ihr euch den Swatch anschaut, den habe ich nämlich gerade schon geswatcht, der ist sehr, sehr trocken, sehr, sehr matt und überhaupt nicht deckend. Also das ist überhaupt nicht meine Welt. Ja, deswegen ist der auch aussortiert worden. Ja. Und das ist meine aktuelle Aussortiertkiste zum Stand 20. Mai 2019. So, ihr Lieben, dann würde ich einfach mal so sagen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu meiner Sammlung. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!